Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Fokusratenblick auf die aktuelle Ratssitzung. Wir haben gestern, glaube ich, wieder einen ganz wichtigen Meilenstein für dieses Jahr 2023 erlebt. Denn gestern ist außerordentliche Ratssitzung zur Haushaltsverabschiedung gewesen. Und der Haushalt 2023 ist mit einer ganz überwältigenden Mehrheit im Rat verabschiedet worden. Und das ist insofern wirklich ein zentraler Schritt, weil wir ja als Stadt Wuppertal aus vielen, vielen Jahren der Konsolidierung des immer weiter Reduzierens und Sparens gekommen sind und es jetzt mit diesem Haushalt gelungen ist, gerade in besonderen Engpassbereichen, wo sich die Schwierigkeiten in der Verwaltung besonders gezeigt haben, Akzente zu setzen im sozialen, im ökologischen Bereich, in der Wirtschaftsentwicklung. Und insgesamt 130 neue Stellen eingerichtet worden sind, um genau in diesen Feldern jetzt ein Stück nach vorne zu kommen. SPD, CDU und FDP haben dazu einen Ergänzungsantrag eingebracht, der nochmal einige zusätzliche Impulse im Bereich der Mobilitätsplanung, der Feuerwehr, aber auch des Baus von Kinderspielplätzen gesetzt hat. Auch dieser Zusatzantrag ist mit überwältigender Mehrheit angenommen worden. Und damit haben wir jetzt Planungssicherheit für das Jahr 2023. Kraft in der Krise, so hat Stefan Kühn als Übergangskämmerer diesen Haushalt genannt. Und das fasst das, glaube ich, sehr gut zusammen. Denn er hat natürlich weiterhin im Blick, in welcher herausfordernden Finanzsituation die Stadt Wuppertal bleibt. Ich möchte mich insbesondere bei Stefan Kühn, dem gesamten Team der Kämmerei, aber auch bei den Fraktionen für das gute Miteinander in dieser engen Phase zwischen Einbringung im Januar und der jetzigen Verabschiedung Ende März bedanken. Das bringt uns sehr viel Stabilität und Planungssicherheit für die kommenden Monate.